von Cover and Books und designe Buchcover. Oh, wie wunderschön! Und welches hast du so als letztes ungefähr designt? Das hier ist eines der letzten, das ich designt habe. Das ist wunderschön, das kenne ich auch schon. Das ist ein Teil 2, ne? Das ist Teil 2 oder halt, Teil 2, aber eine andere Geschichte. Ah, sehr schön. Okay. Machst du noch was anderes, außer wunderschöne Bücher, Kleider zaubern? Ja, ich habe noch einen normalen Job, aber das ist meine Leidenschaft, meine Passion und das mache ich richtig gern. Das merkt man auch. Liebe Rika, ich habe dich ja schon vorgewarnt und du hast auch schon Ja gesagt. Ja. Möchtest du bitte 3 Fragen aus der Box ziehen? Von jeder Farbe ein Zettel bitte. Und gerne vorlesen und beantworten. Ist egal, mit was ich anfange? Ja, egal mit welcher du anfangen möchtest, darfst du anfangen. Was magst du besonders an der LBM? Am liebsten mag ich mich mit den Leuten zu treffen, die man sonst eigentlich kaum sieht, dadurch, dass die überall woanders wohnen, nur nicht in der Nähe. Ja, das und stimmt. Und natürlich die Bücher. Sehr gut. Soll ich festhalten? Ja. Mach ich. Ja. Wähle dein geringeres Übel. 4 Tage Wacken oder ein Helene Fischer Konzert. Versalzener Kaffee oder verzuckerter Kartoffelsalat. Ein großer Hasen, Overall oder Vorwärtsbadehose. Okay. Ich glaube, ich würde das Helene Fischer Konzert nehmen. Okay. Okay. Ja, und den rosa Hasen-Overall, der würde mir... Der würde dir super stehen. Also, da wäre ich gar nicht beleidigt. Das den nehme ich. Sehr gut. Danke. Und? Antworte mit nur einem Wort. Was ist für dich romantisch? Vor was ekelst du dich? Existiert für dich Karma? Okay, was ist für dich romantisch? Liebe? Sehr schön. Vor was ekelst du dich? Spinnen? Ah, du bist mir sehr sympathisch. Existiert für dich Karma? Ja. Sehr gut. Ich denke, das... Ja. Wundervoll. Kein Einhorn. Oh, vielleicht beim nächsten Mal. Nee. Dankeschön, liebe Rika. Danke. Ja, ich bin Laura Thorn. Mensch, immer noch. Und was machst du hier? Auf der Buchmesse. Ich hab Licht gesehen, dachte mir, hier ist warm. Trocken? Ja, genau, trocken viele Leute, da muss was los sein. Ja. Und du wurdest nicht enttäuscht. Genau. Und dann bist Buch du. Jetzt habe ich ganz viele Bücher. Das ist super. Ja, warte, ich habe sie alle drauf. Wunderschön. Liebe Laurenz. Ja. Von jeder Farbe. Ein Zettel bitte. Vorlesen und beantworten. Was erzähle ich dir das überhaupt? Ja. Nummer 3, ne? Ja. Ich bin du bist, glaube ich, auch schon sehr gut. Du bist, glaube ich, auch schon auf meiner Speicherkarte eingebrannt. So, vervollständige bitte diesen Satz. Wenn mein Wecker morgens klingelt, denke ich, oh Gott, was habe ich gestern gemacht? Warum klingelt mein Wecker? Gut. Soll ich den Zettel halten? Ja. Danke. Sehr gut. So, was magst du besonders an der LBM? Mhm. Also besonders mag ich, dass man Freunde trifft. Die ganzen befreundeten Autoren. Das ist das Schönste. Das ist alles familiär, ist wie eine große Familie. Ja. Das ist richtig cool. Ja, ist es. Danke. Ja. So, die letzte. Ah. Schon wieder. Buch oder Film. Wähle jeweils eine Person zum Daten. Ja, nicht Daten. 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 Es ist, alle wollen Daten. Ich habe schon zwischendurch echt Tränen gelacht. Alle wollen da. Also beim nächsten Mal steht da auch Daten. Ganz einfach. Ich wollte sagen, da fehlt ein R. Ja, ja. Verhauen. So. In den Freizeitpark mitnehmen. Ja, Harry Potter zum Verhauen. Immer rein, links und rechts. Oh, bist du gemein. Und wen datest du?
daten. Ja. Naja, ich bin ja Angelina Jolie-Fan. Ah, okay, also Angelina. Okay, was in, so welche Filmrolle, was müsste sie anhaben? Von Salt. Okay, Ja. Okay. Oder noch besser Wanted, den fand ich... Der war, ja, okay, verstehe ich. Ja. Ich stehe ja jetzt nicht persönlich so auf Frauen, aber ja, verstehe ich, okay. Haben wir das jetzt schon? Nee, ja. Freizeitpark. Wen nimmst du mit in den Freizeitpark? Ach so. Ja. Ich muss drei Fragen ausmachen. In den Freizeitpark würde ich Deadpool nehmen. Ja. Der würde da, glaube ich, ein bisschen Spaß haben. Auf jeden Fall. Super. Vielen lieben Dank. Ja, ich habe zu danken. Bis zum nächsten Mal. Genau. Vielen Grüße an die Zuschauer. Hallo, wer seid ihr denn? Ich bin Autorin für Fantasy, Liebesromane und... Und du bist nicht allein gekommen. Ja. Ich bin die Jennifer Blue und ich bin auch Autorin, schreibe Urban Fantasy, manchmal auch so Endzeit-Thriller, ja. In Feri. Und ich liebe Schreiben und auch Lesen. Okay, und man trifft euch beide eigentlich auf Messen auch immer zusammen, ja, ne? Ja. Mir ist das schon aufgefallen. Ja, das stimmt. Super, ihr habt jetzt schon zugestimmt, deswegen dürft ihr jetzt nicht mehr Nein sagen. Von jeder Farbe, jeder drei Zettel, nehmt sie ruhig schon mal raus, damit ich nicht so einen langen Arm kriege. Ich habe Pink fehlt mir noch. Ich glaube, ich habe ja. Ja? Sehr gut, danke schön. Vorlesen und beantworten, bitte. Okay, ich stelle sie jetzt grün. Soll ich dein Lesezeichen halten? Ja, das wäre super. Danke. Ja, meins. Okay, Moment. Du stehst in einer Bank und ein Räuber stürmt herein. Er brüllt, Hände hoch oder ich schieße. Was passiert dann? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich lege mich auf den Boden und warte einfach ab, dass ich nicht gesehen werde. In der Hoffnung, er holt das Geld. Weil die Bank interessiert mich ja dann nicht. Und er geht wieder. Und ich kann aufstehen und einfach meines Weges gehen. Okay. Dann ich? Ja, soll ich deine Karte auch halten? Ich gebe sie schon mal weiter. Sabine, für dich. Was magst du besonders an der Leipziger Buchmesse? Ich mag, dass es nicht ganz so groß ist wie in Frankfurt, dass es ein bisschen übersichtlicher ist und nicht ganz so viele Leute hat. Ja. Okay, sehr schön. Okay. Wie sieht deine heutige Abendplanung aus? Also vier Stunden Auto fahren, würde ich mal sagen. Ah. Ja, und dann tot ins Bett fallen und hoffentlich schlafen. Ganz bestimmt sogar. Ja. Okay. Also, wähle dein geringeres Übel. 4 Tage Backen oder ein Helene Fischer-Konzert. Nimm Helene Fischer. Gut. Versalzener Kaffee oder verzuckerter Kartoffelsalat. Ich nehme Kartoffelsalat, weil ich Kaffee hasse. Gut. Ein rosa Hasen-Overall oder Borat-Badehose. Das rosa Ding. Ich mag rosa. Rosa ist gut. Okay. Okay, wenn du einen Turm aus allen gelesenen Büchern bauen müsstest, wie hoch wäre er? Eiffelturm, Empire State Building. Oder noch höher. Oder kleiner. Keins von beiden. Ich glaube, bei mir wäre das so... Ich weiß nicht, also auf jeden Fall nicht so hoch. Also vielleicht so hoch wie mein Haus. Okay. Aber es ist kein großer Stapel, weil, naja, 8 Stunden arbeiten, dann noch nebenbei schreiben, dann noch mit irgendwas mit den Freunden machen und dann noch lesen. Das kriegt man im Monat leider nicht so hin, wie ich es gerne hätte, aber okay. Das stimmt. Aber okay, ein Einfamilienhaus ist auch in Ordnung. Ja. Okay, make love, not war. In diesem Sinne schnappt dir jemanden, der dich gerade anlächelt und nimmt ihn in den Arm. Super, ich danke euch ganz herzlich.